Ach so, ja, bevor das Video jetzt hier beginnt, also das nochmal vielleicht direkt gesagt, Leute, ich verstehe es nicht, ja, ich verstehe es nicht. Oder doch, ich verstehe es? Nein, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Leute, folgt mir unbedingt auf Twitter, auf Instagram, wenn ihr manchmal Informationen braucht oder ähnliches, oder ich was teile, oder wenn ihr mehr was von meinem privaten Leben erfahren wollt und. Schaut unbedingt vorbei. Schaut unbedingt vorbei. Schaut unbedingt vorbei. Und auf Facebook, wenn ihr wollt. Wobei Facebook sind ja gar nicht so viel aktiv, ne? Das auf jeden Fall, liebe Freunde. Und jetzt beginnen wir mit dem Video. Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video hier. Wie ihr unschwer auch am Titel erkennen könnt, mache ich dieses Video nicht, um irgendwie einen Menschen da draußen zu catchen, sondern hauptsächlich darum, weil es einfach nur mal Tatsache ist. Ja, ich bin nun mal Lehrer, beziehungsweise angehender Lehrer des Faches Deutschen Sozialwissenschaften, das wisst ihr ja mittlerweile. Und neulich habe ich eine Story gehört, und zwar, dass bestimmte ältere Menschen keine Videospiele spielen würden, dass generell Videospiele etwas für Kinder seien und dass Videospiele irgendwie out wären oder ähnliches. Und ich muss da ganz klar widersprechen und dementiere jede Aussage, die hier von jeweiligen Erwachsenen gesetzt worden sind. Und dazu eben auch guten Morgen. Bevor das Video hier natürlich im Klaren beginnt, möchte ich euch sagen, es ist überhaupt nicht verwerflich, dass wenn ihr 60, 70 oder 80 seid, noch Videospiele spielt. Weil dieses Thema, ich weiß nicht warum, aber das ist einfach so ein Thema, was bei sehr vielen immer wieder irgendwo durchgeht und viele sich überhaupt auch nicht so wirklich Gedanken darüber machen, was für einen Einfluss eigentlich auf solche Aussagen haben. Und ich bin der Meinung, liebe Freunde, egal wer jetzt was anderes sagen sollte, dass es kein Alter gibt für Videospiele. Ich werde, ob ich jetzt 60 bin, 70 bin, weiterhin Videospiele spielen. Das ist mir egal. Und von mir aus spiele ich den ganzen Tag Videospiele. Wenn ich Bock dran habe, dann mache ich das. Solange meine Gesundheit das zulässt, gerne. Warum nicht? Und das ist auch so ein Punkt, weswegen ich auch mit euch darüber sprechen wollte. Warum ist das so, dass so viele Menschen, die erwachsen sind, sagen, dass man keine Videospiele mehr spielen darf oder sollte, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat? Wer sagt sowas? Und wer sagt auch, dass man mit dem Beruf YouTuber oder mit dem Beruf Streamer oder mit dem Beruf ESL Gaming, ja, sowas ähnliches, übrigens keine Werbung jetzt für ESL, sondern weil ich sehr überzeugt bin von ESL, dass wir nicht damit auch Geld verdienen können. Es gibt in Amerika zum Beispiel ganz klar E-Sports, auch hier in Deutschland logischerweise ja, aber das ist noch nicht so gut angekommen, finde ich, dass E-Sports wirklich so jetzt der Grund ist, warum man halt auch so sein Geld verdienen kann und alles. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich weiß, es gibt mehrere Ligen und ich weiß auch, dass es relativ auch angekommen ist, auch gegenüber anderen Ländern, aber trotzdem lässt das noch zu wünschen übrig, finde ich. Aber, liebe Freunde, das verstehe ich nicht. Und ich verstehe nun mal überhaupt nicht, was das Ganze sein soll. Ich verstehe es nicht. Und weil ich es nicht verstehe, erzähle ich euch das. Warum ältere Menschen sowas sagen. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel. Von meinem Kollegen, der Vater. Der zockt gar nicht. Laut seinem Sohn. Und laut seinem Sohn, also vor meinem Kollege jetzt, mein Kollege selbst, sagt mir, sein Vater würde nie Videospiele zocken. Und dann kommt es zu einem Punkt, dass der Vater doch anfängt, irgendwie im Wohnzimmer manchmal hier und da Schach zu spielen gegen seine Freunde oder ähnliches. Videospiele sind das A und O in meinem Leben. Und so sollte es auch meiner Meinung nach von allen anderen Menschen sein. Das heißt nicht, dass man sein ganzes Leben lang nur mit Videospielen verbringen sollte, dass man dadurch ein Crack wird oder ähnliches, was ja auch sehr viele als Vorurteil haben. Aber ich finde, dass Videospiele, gerade auch in der Quarantänezeit, deswegen auch ein bisschen so der Titel, einem wirklich das Leben erleichtern. Weil Videospiele verbinden. Wenn ihr online spielt, verbindet das. Ihr erinnert euch vielleicht auch damals, als die PS2 gab, stand immer oben auch online spielbar. Wer von euch hatte dieses Bedürfnis, auch mal online zu spielen, wenn er Need for Speed oder sowas hatte? Oder andere Spiele, gegen andere zu spielen. Oder FIFA zum Beispiel. Das war damals der Fall, dass die Leute dann gesagt haben, boah, ich habe jetzt FIFA, ich will auf jeden Fall nochmal gegen andere spielen. Auf dem PC ging das ein bisschen einfacher, auf der PS2 hat es schon ein bisschen zu kämpfen.
um ehrlich zu sein. Und so ähnlich ist es halt auch jetzt in der Quarantäne. Egal, was ihr macht, egal, wo ihr seid, egal, wo ihr hingeht, glaubt es mir, sucht euch ein Spiel aus. Ihr könnt euch genauso gut auch Serien anschauen oder so, ja, oder auch Filme oder so. Aber das sind so die Tipps, die ich jetzt als angehender Lehrer, als Didaktiker wirklich euch sagen kann, was ihr auf jeden Fall spielen solltet. Das ist das, meiner Meinung nach, das ist das Wichtigste. Und das ist auch der Grund, warum ich irgendwelche Videospiele spiele, die vielleicht andere nicht so interessieren und andere vielleicht doch mehr interessieren, aber ich einfach nur mache, weil es mir Spaß macht. Ich spiele Videospiele, weil es mir Spaß macht. Mir geht es überhaupt nicht darum, muss ich auch offen und ehrlich gestehen, wie viel Klicks ich mit diesen sogenannten Let's Plays generiere. Darum geht's ja auch nicht. Weil mit Let's Plays machst du heutzutage, müssen wir einfach mal gestehen, keine guten Klicks mehr. Du machst halt nur mit richtigen reißerischen Titeln wirklich Klicks wahrscheinlich oder so. Aber was ich auch eigentlich sagen möchte, ist nichts anderes außer, macht das, worauf ihr Bock habt. Schaut nicht darauf, was XY macht. Das funktioniert nicht. Und euch zu vergleichen, funktioniert auch nicht. Und mich mit anderen zu vergleichen, funktioniert auch nicht. Macht das, worauf ihr Bock habt. Und so ist es mit Videospielen. So ist es egal, was ihr habt im Leben. Und ich sage es euch, das Leben ist viel zu kurz. Viel zu kurz. Viel zu kurz, um jetzt darüber nachzudenken, was man im Leben machen möchte. Macht es einfach. Zockt, bis der Arzt kommt. Habt Spaß. Und diese Quarantänezeit ist nicht easy, ja? Das muss man einfach mal gestehen. Und ich genieße diese Zeit mit Videospielen. Und es wird auch immer so bleiben, weil ich liebe Videospiele. Ich habe mein Leben lang, ich bin einmal im Leben sitzen geblieben, weil ich zu viele Videospiele gespielt habe. In der 4. Klasse. Die Lehrerin meinte, du musst auf eine Hauptschule. Aus dem wirst du niemals was werden. Und dann habe ich angefangen, trotzdem weiter zu zocken. Gameboy, Super Nintendo, Nintendo 64, Fußball draußen und. Wenn ihr irgendwas habt, worauf ihr Bock habt, macht es einfach. Und das ist egal. Das ist das Beste, was man in der Quarantänezeit machen kann. Und damit meine ich nicht, dass ihr jetzt rausgehen sollt in 10er, 20er Gruppen gegeneinander Fußball spielen sollt. Das nicht, weil ihr sollt ja schon irgendwo sozialen Kontakt vermeiden. Aber Videospiele, das ist das Geilste, was es gibt. Das ist ein Segen, das ist ein Geschenk von Gott. Und das ist auch eine Welt, eine digitalisierte Welt, die definitiv nicht nur in unserem Leben Einfluss hat, ja, zwischen dir und mir, sondern auch in den Leben von anderen. Und das ist nun mal heutzutage so. Und deswegen kann ich euch nur sagen, lasst euch nichts sagen. Wenn es irgendwelche Erwachsenen gibt, die euch sagen, nein, Videospiele gehen nicht, was willst du denn, du hast ja nichts im Leben erreicht oder ähnliches, schaut mich an. Schaut mich an. Schaut andere an. Lasst euch bloß nicht von irgendwelchen Leuten was sagen. Und das ist auch das Beste, was man in der Quarantänezeit machen kann. Zu zocken, das Leben zu genießen und vor allem, meiner Meinung nach, vor allem, einfach nur abzuschalten. Seid einfach ihr selbst. Seid einfach ihr selbst. So viele Menschen, die irgendeinen Beruf ausüben, die Ärzte sind, einen eigenen YouTube-Kanal haben, die Rechtsanwälte sind, einen eigenen YouTube-Kanal haben oder ähnliches, laden Reactions hoch, laden irgendwelche Vlogs hoch, zeigen so viel Privates. Da ist nichts vom Arzt irgendwo da. Meiner Meinung nach. Oder ganz wenig nur. Weil man das auch natürlich trennt zwischen Privatleben und Berufsleben irgendwo. Aber Videospiele, liebe Freunde, sobald man spielt, ist man einfach authentisch. So doof sich das anhört. Man ist einfach authentisch. Und das ist eigentlich das, was ich euch sagen kann, was mir persönlich jetzt auf dem Herzen lag. Jetzt zu diesem schönen Sonntag hier. Ich weiß ja jetzt natürlich nicht, was ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich euch anseht. Aber Videospiele sind das A und O, meiner Meinung nach. Egal, was andere sagen. Das ist der beste Corona-Tipp, den ich euch geben kann. Egal, ob jetzt ältere Frau, Oma, Opa, Kleinkind, Mutter, Sohn oder was auch immer, spielt keine Rolle. Wenn ihr was habt, wenn ihr was zum Zocken habt, sucht euch irgendein Spiel aus, was euch interessiert. Ladet euch eine App runter oder kauft euch was im Store oder was weiß ich was. Zockt es. Die Zeit geht so gut rum. Ich sag es euch. Dann werdet ihr auch nicht wahnsinnig irgendwo. Und ich sage nicht, dass das jetzt nur vorübergehend auch ist. Ihr könnt das immer noch machen. Immer nebenbei machen. Und das Witzige ist, angeblich machen ja auch Videospiele irgendwie dumm oder so. Ist ja auch vollkommener Schwachsinn, meiner Meinung nach. Das ist sogar dann so, dass ihr durch Videospiele, und das ist kein Witz, deswegen mache ich das alles, liebe Freunde. Es ist mir egal, was andere sagen. Mir ist das egal. Mir ist das wirklich egal. Was egal, was andere sagen. Videospiele bilden euch sogar.
Eure Reaktionsfähigkeit, wenn ihr irgendwelche Shooter spielt oder so. Ihr verbessert eure Reaktionsfähigkeit. Damit seid ihr dann automatisch sogar besser bei einer Fahrschulprüfung oder so oder beim Autofahren oder ähnliches. Einfach nur deswegen, weil das euer Gehirn beansprucht. Das ist wirklich der Fall. Auch das Sehen. Viele sagen immer, das verschlechtert das Sehen. Nein, wenn ihr zockt und die ganze Zeit auf dem Bildschirm schaut und überall irgendwelche Details erkennen müsst, um irgendwie jetzt schnell zu agieren oder ähnliches, dann werdet ihr merken, dass auch euer Kopf und eure Augen dadurch auch gestärkt werden. Natürlich, wenn ihr die ganze Zeit so sitzt und es passiert gar nichts, dann ist es natürlich was anderes. Aber ihr müsst dann schon natürlich Spiele spielen, die euch auch irgendwie bewegen irgendwo. Dasselbe ist natürlich auch mit Strategiespielen zum Beispiel, wo ihr ein bisschen nachdenken müsst, wenn ihr irgendetwas baut oder nicht strategisch vorgehen müsst, wie ihr euren Gegner am besten überraschen könnt oder ähnliches. Oder. Das ist meiner Meinung nach das, was ich euch nur sagen kann. Spielt Videospiele, habt Spaß, nutzt die Quarantänezeit und gönnt euch. Ich meine das vollkommen ernst. Ich gönne mir auch jetzt einen Tee weiterhin und freue mich natürlich über all euren Feedback hier. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, was ihr überhaupt in der Quarantänezeit macht, weil das würde mich auch mal interessieren, weil egal, was andere sagen, und das, was ich sage, ist ja nicht irgendwie aus den Händen herbeigezaubert oder so. Ich sage das, was auch wissenschaftlich bewiesen ist, was durch Studien bestätigt ist. Das ist das, was ich euch sage. Und bei Bedarf kann ich das natürlich alles auch in die Videobeschreibung irgendwie verlinken. Das kann ich alles machen, kein Problem. Und bereits so viele Belege dafür, warum Videospiele gut sind für den menschlichen Körper. Wieso durfte ich das anhört, wenn ich das auf den menschlichen Körper reduziere. Aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Vielleicht versteht ihr auch, was ich meine, was ich damit euch sagen möchte. Und vielleicht versteht ihr auch, warum ich das auch überhaupt euch alles erzähle. Weil ich einfach ein Videospielspieler bin. Und das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, weil ich jetzt gerade hier so perplex vor euch rede. Ich habe auch kein Skript oder so. Und dann sage ich euch, was einfach der Fall ist. Und das ist genau das, was ich euch sagen kann. Vielen, vielen Dank wieder fürs Mitschauen. Checkt auf jeden Fall meine anderen Let's Plays ab. Auch wenn ihr so denkt, boah, das ist ja voll langweilig, das Game, das ist gar nicht unterhaltsam. Checkt auf jeden Fall die Gameplays aus. Ohne Witz, es macht richtig Bock. Zumindest für mich. Und wer daran teilhaben möchte, der sollte auf jeden Fall auch dabei sein. Ansonsten schaut auf jeden Fall auch bei meinen anderen Videos vorbei, ne? Ich sage euch, bis dahin, liebe Freunde, und wie denkt ihr darüber? Ciao!